Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Ich will die Hände sehen für die letzte Episode der Saison, der regulären Bundesliga-Saison 2015-2016. Wir sind am Start mit den letzten beiden Spielen und zwar gegen den FC Schalke 04 nicht, sondern gegen Hoffenheim und gegen, natürlich am letzten Spieltag. Wie sich das gehört, gegen den deutschen Meister, gegen den FC Bayern München, dass die Meister sind, steht natürlich auch hier im Karrieremodus bereits fest. Und dafür, dass wir noch die Chance haben auf Europa, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Auch dafür, dass wir jetzt nach einem Scout langsam mal suchen, was auch ja relativ realistisch ist. Denn das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 ist ja mittlerweile im Bau. Und dementsprechend wird man bei Hannover auch weiterhin auf die Zukunft schauen. Und das ist dementsprechend mal wieder was, endlich mal, was in diesem Karrieremodus realistisch ist. Yay! Auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich extrem darüber freuen. Haut einfach mal richtig drauf auf diesen Button. Würde ich mich extrem. Es ist die letzte Episode der regulären Bundesliga-Saison. Da kann man schon mal einen Daumen dafür nach oben lassen. Und zwar, ja, egal, ob wir jetzt nach Europa kommen, ob wir es nicht schaffen, sondern einfach dafür, dass wir total unrealistisch sehr, sehr gut gespielt haben und mit unserer Mannschaft, die wir extrem verstärkt haben, richtig, richtig viel Spaß hatten. Ich zumindest, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Saison und bin gespannt, wie es mit Spielern wie Gurküf werden wird, mit Spielern wie Bangura und mit Spielern wie Kokorin. Jetzt geht es erstmal gegen Hoffenheim. Vorletztes Spiel, wichtige Punkte für uns, müssen wir holen. Viel Spaß und bis gleich. Übrigens, hier seht ihr, ich spiele auf Legende. Woo, bis gleich. Hannover 96 empfing am vorletzten Spieltag der regulären Fußball-Bundesliga-Saison 2015-2016 die TSG 1899 Hoffenheim. Und zwar ist das ein Duell, das den Hannoveraner nicht mieser hätte bekommen können, denn sie müssen die nächsten Spiele gut bestreiten, um weiterhin in Europa zu bleiben. Momentan ja punktgleich mit den Dortmundern und ein Punkt, ja quasi, den haben sie gut, wenn sie verlieren, noch auf den FC Schalke 04, die momentan 4 Punkte hinter ihnen stehen. Allerdings muss man ausgerechnet gegen den ersten und den dritten der Bundesliga spielen, gegen Hoffenheim und gegen ja eben den Meister, den FC Bayern München. Da hilft auch die beste Abwehr der Liga nicht mehr. Bisher 18 Gegentore für die 96er. Ob das hier gegen diese momentan so stark aufspielenden Hoffenheimer überhaupt ein Erfolgsrezept ist, wir müssen es uns anschauen. Wir werden es uns anschauen und blicken zunächst einmal auf die Aufstellung der 96er. Radlinger im Kasten, davor Bakuna, Hoffmann und Salif Sané in der Innenverteidigung. Links dann Oliver Sorg, Leroy Fern, Ivar Fossum auf der Doppel-6. Links Alain Saint-Maximin, dann davor Uffe Bech, Albert Rosenack und in der Sturmspitze natürlich wieder der Niederländer, das absolute Sturmtier, Charlison Benchop. Auf der anderen Seite im Kasten natürlich Oliver Baumann, davor Kader Rabeck zusammen mit Strobel und Fabian Scher, Kim Jin-Zu noch der nächste Verteidiger, Alem Amiri auf der 6 zusammen mit Schwegler, Schmid, Rudi und Vargas in der Offensive und die einzige Sturmspitze heißt Adam Choloi. Der Ungar hat sich mittlerweile zurückgespielt bei den Kraichgauern in die Startelf, allerdings der wichtigste Spieler momentan, Eduardo Vargas. Wir haben gerade gesehen, der Chilene mit einer unglaublich starken Saison und auch das wollte er heute wieder beweisen. Momentan sieht es so aus, als ob tatsächlich Hoffenheim in die Champions League einziehen sollte. Das Ziel von vor ein paar Jahren mittlerweile wieder, ja quasi wiederbelebt und das wollten sie heute unter Beweis stellen. Die erste Chance hat Hannover, haben wir gerade gesehen, mit Hoffmann per Kopf und Hannover war in Anfangszeit auch das bessere Team. Ivar Fossum mit dem Ball auf Charlie Benchop. Es sollte nicht sein, 35 Minuten durch. Sie waren das bessere Team, sie waren spielbestimmt, aber es kam nichts Zwingendes nach vorne. Anders bei Hoffenheim. Erste Chance, 42. Minute, Ball auf Eduardo Vargas, der mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, da stehen Bakuna und Rudi und es steht 1-0 für die Hoffenheimer und es war nicht der deutsche Nationalspieler, es war auch nicht Eduardo Vargas, es war Leandro Bakuna. Niederländer mit dem Eigentor, Radlinger sieht da auch nicht sonderlich gut aus, fliegt ein bisschen am Ball vorbei, den Bakuna da ganz, ganz unglücklich ins eigene Tor lenkt, aber Hannover liegt zurück, Hannover braucht die Punkte und das ist natürlich maximal bitter für die Niedersachsen. Die ging mit dem 0-1 mit hängenden Köpfen in die Pause, kam aber mit der relativ gehobenen Haupt wieder raus, Trainer MGT schien die richtigen Worte für seine Mannschaft gefunden zu haben. Und dementsprechend gucken wir gleich rein in die zweite Halbzeit. Zunächst einmal die Hoffenheimer wieder mit dem Versuch hier von Jonathan Schmid, aber über den Kasten. Und dann kam Hannover 96 knapp, 57 Minuten durch. Das ist Leroy Föhr, erneuter Niederländer mit dem Ball auf Uwe Bech. Und der hat ganz viel Wiese vor sich. Alleine im 16er setzt sich durch gegen Strobel. Der Abschluss 1-1. Hannover ist wieder da und die HDI Arena ist wieder da. Absolute Leistungsexplosion der Fans. Was für ein Tor von Uwe Bech. Setzt sich klasse durch gegen Strobel, behält die Übersicht und Ruhe da im 16er überhaupt noch so
locker zu bleiben in so einer wichtigen Situation und macht den dann eisekalt vorbei an Baumann in den Kasten rein. Es stand 1:1 und Hannover war jetzt richtig gut drauf. Danach ging Uwe Bech aber erstmal raus. Jesse Mori, der Jugendspieler, kam rein nach knapp 63 Minuten und er war nicht der Initiator der nächsten Aktion. Hannover, wie gesagt, jetzt richtig im Offensiv waren. Das ist Alain Saint-Maximin, ebenfalls ein junger Franzose, geht alleine, wird nicht angegriffen, passt den Ball auf Charlie Bencher. Bencher mit dem 16er, 2:1 Hannover. 69. Spielminute, die 96er führten erstmals in dieser Partie und momentan stehen die Zeichen auf Europa. Es sind 4 Punkte Vorsprung vor dem FC Schalke 04 und wenn sie gewinnen, dann bleiben es genau diese 4 Punkte Vorsprung und dann ist man am letzten Spieltag uneinholbar vor den Gelsenkirchenern. Aber Hoffenheim, die wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Ball wieder auf Eduardo Vargas, direkte Flanke in die Mitte und was macht Radlinger da? Springt nicht hoch, 2:2, 72. Minute, die perfekte Antwort, wie ein Spitzenteam nun mal reagieren muss in so einer Situation. Adam Scholloy mit dem Kopf erfolgreich. Hoffmann kommt nicht in den Zweikampf mit dem Ungarn und was Radlinger da macht, das weiß er wohl selber nicht. Ohne jegliche Strafraumbeherrschung, der Österreicher geht da raus, springt nicht hoch, macht eigentlich gar nichts und dementsprechend macht Scholloy das Tor und erzielt das 2:2 und Hannover musste natürlich zurückkommen. Sie wollten den Sieg, die wollten die so wichtigen 3 Punkte. Momentan wären es nur noch 2 Vorsprung auf Schalke. Das ist Rusnak mit dem Schuss. Eieiei, Baumann hält diesen Ball fest. Hannover versucht es weiter. Wir sind in der Schlussphase und jetzt kam sogar Hoffenheim nochmal gefährlich vors Tor. Tarik El-Yunusi mittlerweile eingewechselt. Der Ball nach vorne auf Ut, der raus auf Eduardo Vargas. Der Chilene wieder klasse durchgesetzt, legt aber wieder ab auf Ut und der wird abgeblockt in der 89. Es war die letzte Szene der Partie. Hannover 96 mit immerhin einem Punkt. Hoffenheim, die sind durch, die sind in der Champions League. Bei Hannover weiß man es noch nicht. Schaffen sie Europa, schaffen sie es nicht. Schalke 2 Punkte entfernt, gewann das Parallelspiel. Es wird eng am letzten Spieltag und es geht ausgerechnet gegen den Meister aus München. Ganz, ganz wichtiger Punktverlust für die 96er. Wird es was mit Europa oder wird es nichts? Wir werden es nächste Woche erfahren. Sie trennen sich zunächst einmal von der Dritten und Champions League Teilnehmer aus Hoffenheim mit 2:2. Ja, Freunde, ultimativ wird dabei natürlich 2 ganz, ganz blöde Gegentore. Darf so nicht passieren, soll so nicht passieren, ist aber genau so passiert und dementsprechend, ja, müssen wir jetzt zittern. Und zwar, weil Schalke ein besseres Torverhältnis hat. Sollten wir jetzt gegen Bayern verlieren und Schalke gewinnen, sind wir eh raus. Aber sollten wir unentschieden spielen und Schalke gewinnen, haben wir das schlechtere Torverhältnis und Schalke kommt nach Europa und wir sind raus, dann müssen wir im Pokal irgendwie es schaffen zu gewinnen, beziehungsweise in die nächste Runde einzuziehen. Es wird schwierig. Es wird dramatisch und ich hoffe, euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr das erste Spiel schon mal geil fandet. Ich fand, es war Nervenkitzel pur, als ich es gespielt habe. Vor allem, weil mir dann erst die Situation so ein bisschen bewusst wurde, als ich die Tabelle gesehen habe am Anfang. Wei, oh wei, es wird ein Herzschlagfinale in der Bundesliga. Nicht mit dem, ja, irgendwie Meisterschaftsgedusel, das ist klar, das ist Bayern. Allerdings ja, mit der Euroleague und da wollen wir dringend rein, ganz ehrlich. Und da verdient Schalke nicht. Da verdient es Dortmund nicht. Da verdient es der kleine Außenseiter aus Hannover doch deutlich mehr, oder nicht? Mal sehen, wie wir das machen. Wir packen Sorg raus und packen dafür Albonos auf der Linksverteidigerposition. Der Chilener also. Gerade eben war sein Landsmann so erfolgreich gegen uns mit Vargas, jetzt gegen Bayern. Mal schauen, wie es wird. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Die Allianz Arena erwartete den deutschen Meister zum letzten Auftritt in der Saison 2015-2016. Für die Bayern dieses Spiel ohne jegliche Bedeutung, abgesehen vom Abschied von Pep Guardiola für Hannover 96, den Gegner, war es aber eine ganz große Geschichte. Die Fans der Bayern machten eine ganz große Geschichte daraus, denn die Choreografie zur Meisterschaft der Münchner natürlich überragend. Hannover momentan Tabellenplatz 5, 2 Punkte Vorsprung vor Schalke. Allerdings kann Schalke mit einem Sieg und einem dann besseren Torverhältnis, wenn sie denn 2 Tore mehr schießen sollten. Das heißt im Endeffekt, ja, effektiv, wenn sie 2 Tore schießen, aufgrund der mehr geschossenen Tore an den 96ern vorbeiziehen. Es reichen also 2 Tore für Schalke und nur ein Punkt für die Hannoveraner. Niederlage wäre der absolute Supergau und dann ist Schalke mit einem Sieg auf jeden Fall vorbei. Es war sehr, sehr spannend in der Allianz Arena. Wir schauen uns die Aufstellung der Bayern an, die gar nicht wichtig ist. Neuer, Rafinha, Bacuba, Benatia, Bernat, Lahm, Thiago, Vidal, Robben, Müller, Ribéry mit Stars gespickt. Allerdings nicht wichtig, denn für Bayern, ja, ist es kein wichtiges Spiel mehr. Meister sind sie sowieso. Meister waren sie bereits im
wert. Und dementsprechend, naja, heute müssen sie sich eigentlich gar nicht anstrengen. Wollte es natürlich trotzdem tun, die Hannoveraner mit vielen mitgereisten Fans, angetrieben mit Radlinger Bakuna, ja, zusammen mit Hoffmann, Zane und Albonos, der für Sorge in die Mannschaft kam, nachdem der die zwei wichtigen Tore zugelassen hatte, die von Vargas eingeleitet wurden. Fossum und Föhr auf der 6 und davor gewohnt Bechrus nackt zusammen mit Alain Saint-Maximin und Charlie Benchop. Die Vorzeichen waren gestellt auf eine ganz, ganz spannende Partie zwischen diesen beiden Teams, die so eine überragende Saison gespielt haben. Hinspiel hatte Bayern in Hannover gewonnen. Natürlich wollten die 96er Rache haben. Das war ein Punkt, der ihnen jetzt fehlte und sie versuchten in der Anfangsphase gleich mal direkt mit viel Druck nach vorne zu spielen. Wir sind in der ersten Szene, Viertelstunde rum. Das ist Leroy Föhr, kommt da an den Ball und bekommt irgendwie einen Freistoß raus. Ist eine Angelegenheit für Albertus Nack wie gemalt. 27 Meter vor dem Kasten. Der Freistoß über die Latte. Im Hinspiel wäre er an der Latte gescheitert und an Manuel Neuer. Und jetzt scheitert er an sich selber 16 Minuten durch. Es blieb beim 0:0. Bayern in der Anfangsphase nicht sonderlich präsent. Da mal mit der ersten Chance über Bernhard im 16er und es gibt den Elfmeter. Keiner weiß warum. Aber die Münchner kriegen ihn einfach. Hoffmann ist verzweifelt. Was habe ich denn gemacht? Ja, es kann als Foul gewertet werden. Er spielt den Ball, aber er trifft halt auch Juan Bernat und dementsprechend die Chance für die Münchner, hier früh alles klar zu machen. Thomas Müller mit der Gelegenheit ist ein sicherer Elfmeterschütze, aber da ist Samuel Radlinger und er hält den, er kratzt den aus der Ecke. Ja, Entgeisterung bei Thomas Müller. Wie hat er den denn erhalten? Eigentlich gut geschossen, aber Radlinger mit allem, was er hat, springt er in diesen Ball und hält den tatsächlich irgendwie. Der 1,96 Mann hält seine 96er im Spiel und natürlich wollte Bayern jetzt irgendwie anders das Tor erzielen. Das ist Thiago mit dem Versuch, aber über den Kasten hinweg. Auf der anderen Seite passierte nicht mehr viel. Hannover stellte sich ein bisschen hinten rein. Bayern machte richtig Druck. Benatia Kopfball und wieder Radlinger. Der hielt seine Mannschaft hier im Spiel, aber sie mussten offensiv was tun. Sie mussten aktiver werden vorne drin. Das ist wieder der Ballverlust von Ivar Voss und sie kamen einfach nicht vorne durch. Es war zum Verzweifeln und Bayern, die spielten richtig guten Fußball nach vorne. Allerdings hier Thiago, da weiß er wohl selber nicht so wirklich, was er da gemacht hat. Und jetzt ist es bezeichnend für das Spiel der 96er. Der Ball wollte einfach nicht nach vorne. Er ging eher ins Aus. Drei Einwürfe hintereinander für die 96er und jedes Mal waren es die Bayern, die es verursachten. Arjen Robben hier zum zweiten Mal, beziehungsweise zum ersten Mal und jetzt gleich zum zweiten Mal. Wir sehen es. Er kommt sofort. Hier der Ball von Leroy Föhr auf Alain Saint-Maximin oder auch nicht mit dem Einwurf, sondern mit der Chance für Albert Rosnack. Aber der rutscht aus. Und es war nicht abgefälscht, zumindest laut Schiedsrichter. Eigentlich war es Alaba, der den Ball abgefälscht hat, aber so gab es keinen Eckball. Nein, es gab Abschluss. Andere Seite wieder, die Bayern vorne drin. Radlinger muss schon wieder eingreifen, 45 Minuten durch. Es blieb beim 0:0, zweite Halbzeit. Hannover musste aktiver werden. Hannover wurde aktiver. Neuer aus seinem Kasten raus. Uwe Bech mit der Gelegenheit. Bech schießt Neuer an. Es blieb beim 0:0 nach 53 Minuten. Hannover brauchte das, Hannover machte weiter. Bech zuletzt gegen Hoffenheim erfolgreich gewesen. Hier im 16er auf den linken Fuß gelegt, wieder direkt in die Arme von Manuel Neuer. Es sollte einfach nicht sein. Hannover konnte das Tor einfach nicht erzielen. Bayern auf der anderen Seite aber auch nicht. Vidal auf Müller und der auf Götze. Aber der kann den Ball nicht verwerten. Radlinger mit einer genialen Leistung heute. Und dann kam Ivar Voss und wir sind bereits in der Schlussphase. 77. Minute, der Ball auf Tim Diersen. Die Flanke auf den eingewechselten Magogo über die Latte. Es sollte nicht sein. Der Ball wollte nicht ins Tor. Wir springen in die Schlussphase, die absolute Schlussphase. 85. Minute, Ivar Voss und der Norweger. Wieder klasse durchgesetzt. Der Ball in die Spitze, aber Magogo trotz seines Tempos zu langsam. Es sollte nicht sein. Letzte Chance der Partie, 90. Minute. Der Ball auf Leroy Föhr legt nochmal ab auf Uwe Bech und der Ball war viel zu unpräzise gespielt und dann war es auch vorbei. Oder auch nicht. Nochmal Fossum auf Diersen, der auf dem Bakogu im 16er Nigerianer abgefälscht und dann war die Partie immer noch nicht vorbei. Noch ein Eckball. Tim Diersen bringt ihn in die Mitte und da steht André Hoffmann, kommt nicht ran. Neuer ist da. Bakuna nochmal reingebracht. Mevlüt Erdinç, der eingewechselte Türke, kommt auch nicht ran. Und dann kam der Abpfiff und dann war es vorbei. Hannover muss bibbern und es kam die Nachricht aus Schalke. 2:0 Heimsieg der Gelsenkirchener. Hannover ist zurückgefallen auf Platz 7, von Platz 5 auf Platz 7, obwohl sie nicht verloren haben. Bitter enttäuschte 96er. Über den Pokalwettbewerb muss man irgendwie jetzt in die Europa League kommen. Bayern ist Meister, aber das ist unwichtig, denn viel wichtiger ist die Enttäuschung der 96er. Klasse Saison gespielt, aber MGTs Leistungen reichen nicht für Europa, noch nicht. Das Pokalfinale wieder gegen die Bayern. Es wird spannend zu sehen, wer da das bessere Ende für sich hat. Ja, Freunde, es ist tatsächlich eingetreten. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Schalke gewinnt 3:1, nicht 2:0, aber sie gewinnen halt mit 2 Toren Vorsprung gegen Hoffenheim. Ich war mir sicher, dass Hoffenheim zu Hause gut spielen würde und dass sie Schalke nicht gewinnen lassen würden, schon gar nicht mit 2 Toren Vorsprung, weil sie gerade auch so gut dastehen. Aber sie lassen sie gewinnen und dementsprechend sind wir nur Tabellensiebter und kommen nicht ins internationale Geschäft. Die Abschlusstabelle sehen wir gleich nochmal.
Jetzt müssen wir im Pokalfinale alles dafür tun, nach Europa zu kommen. Wenn euch die Episode trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Ihr wisst Bescheid, die beste, die es gibt. Und für die reguläre Spielzeit war das die letzte Episode. Das heißt, dafür auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da lassen. Innerhalb von 1,5 Monaten. Haben wir diesen Karrieremodus immerhin durch die ganze Saison gebracht. Mal sehen, wie weit das noch gehen wird mit diesem Karrieremodus. Ich bin gespannt. Aber zunächst einmal jetzt nochmal die bittere Gewissheit, wenn wir auf die Tabelle schauen. Ja, wir haben es nicht geschafft. Es ist wirklich traurig. 2 dumme Tore gegen Hoffenheim und dann nicht es geschafft, gegen die Bayern zu gewinnen. Ja, Schalke natürlich muss unbedingt mit 2 Toren Abstand gewinnen und dementsprechend mit 54 Punkten für uns nur Tabellenplatz 7. Hätte Dortmund nicht unentschieden gespielt, wäre auch vorbei gewesen, aber sie haben es halt gemacht und dementsprechend müssen wir es im Pokal richten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns nächste Episode wieder. Dann wird's spannend und dann starten wir eine neue Saison. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao.